Ich habe das Buch Lola Schwesterherz vor von der Isabel Abedi. Die hat ja ganz viele Bücher geschrieben und die hat das eine echt erlebt. Und dann hat sie das einfach alles aufgeschrieben. Und dann ist das Buch rausgekommen. Also die Lola, die kriegt einen kleinen Bruder. Da möchte sie sich halt drauf vorbereiten. Und dann möchte sie halt als Babysitterin bewerben, also dass sie sich vorbereiten kann. Und wie willst du so einen Job finden, fragte Fabio. Ich werde ein Flugblatt ans schwarze Brett hängen, verkündete ich. Die Überschrift könnte lauten, große Schwester babysittet neugeborene Söhne. Oder sollte ich das Neugeborene weglassen? Gloria strich sich grinsend die rotbraunen Kringellocken aus der Stirn und flog zeigte mir einen Vogel. Du solltest die ganze Idee weglassen. Erstens hast du keine Erfahrung mit neugeborenen Söhnen. Zweitens klingt diese Überschrift total blemblem. Und drittens ist es super peinlich, wenn du dich am schwarzen Brett vor unserer Schule als Babysitterin bewirbst. Wir sind es, die hier einen Babysitter brauchen. Also für mich ist das Spannende, weil es einfach liebe Mädchenbücher sind. Und da gibt es also schon so viele Bände und die habe ich alle schon gelesen. Also fast alle. Und das ist aber keine zusammenhängende Geschichte, die ganzen Bände. Es ist immer eine eigene Geschichte und ja, also weil es einfach lustig sind.